Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Livestream. Freunde, ich dachte mir heute zum ersten Mal, werde ich das Ganze auch auf YouTube posten. Wie ihr seht, irgendwo hier ist der Chat eingeblendet. Ihr seht, wir sind schon einige Leute, um genau zu sein, 128. Das steigt die ganze Zeit gerade. Wir sind unglaublich aufgeregt und gespannt, wie das heute wird. Seid gespannt, in diesem Livestream wird es ziemlich magisch. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit einem Kartentrick, weil mit Karten kann man am meisten machen und es ist am verblüfftsten. Am verblüffendsten. Boah, Deutsch ist so eine schwierige Sprache, Alter. Seht ihr, dass die Karten unterschiedlich sind? Ja, okay, ihr seht's, sehr gut. Dann mische ich die Karten einmal durch und noch ein zweites Mal. Damit wir richtig starten können. Und ich würde sagen, ihr zaubert mit wie immer, oder? Wir machen es dazu so. Ich mache einmal diese Bewegung und ihr schreibt Stopp in die Kommentare. Und dann halte ich genau dann an, wenn das erste Stopp kommt. Also ich mache das natürlich ein bisschen langsamer. Oh, oh, da kam's. Jamais, Dankeschön für deinen Kommentar. Ihr habt die Herz 9 ausgewählt. Seid ihr zufrieden mit der Herz 9? Ja oder nein? Ja, nö, ja, 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 nein, 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 ja, ja, nein, nein, ja, 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 ja. Achtung, wir nehmen einen Stift und dann werden wir euren Namen auf die Karte draufschreiben, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr wollt, schreibt euren Namen. Ey, da kommt. Ich hab's noch nicht mal ausgesprochen, ihr wisst, was kommt. Ihr schreibt gleich mal Larissa, Nico, Nina rein. Also, wie ihr jetzt schon wahrscheinlich wisst, schreibt euren Namen in die Kommentare. Ich suche mir dann einen aus, den schreiben wir auf die Karte drauf, damit wir die Karte wiedererkennen. Ich verdecke meine Augen, zähle von 5 auf 0 runter und dann nehme ich genau den Namen, den ich als erstes. Den ich als erstes sehe. 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, der erste Name. Luna, schöne Grüße an dich. Okay, wir haben den nächsten Namen. Daniel, Nils. Nils, schöne Grüße an dich. Und dann haben wir die drei Namen draufgeschrieben. Die Karte ist jetzt einmalig. Das heißt, wir erkennen die Karte wieder, egal wo sie sich befindet. Das heißt letztendlich, wenn wir die Karte nehmen und ins Kartenspiel hineinstecken, in etwa so, dann wäre es unmöglich, wenn die Karte durch alle Karten nach oben wandert. Und zwar genau so. Oh, was? Oh mein Gott. Ey, ich liebe eure Reaktion. Eigentlich darf man jeden Trick nur einmal machen, ich mache eine Ausnahme. Schaut her, wir nehmen die Karte, eure Karte, ins Kartenspiel, hoppla, irgendwo hier mitten rein, zack, okay, zack, zack, zack. Und dann wandert die Karte wieder nach oben. Seid ihr bereit? 1, 2 und es ist passiert. Die Karte wandert bis ganz nach oben. Hey, warte, sieht man das? Ja, doch, man erkennt die Namen, oder? Ja, sehr gut. Ich zeig's nochmal ganz langsam, okay? Wir nehmen die Karte ins Kartenspiel hinein, etwas so. Zack, rein ins Kartenspiel. Das Wichtige, die Karte wandert erst nach oben, die Kante wartet. Boah, heute habe ich aber echt einen Wurm drin. Die Karte wandert erst nach oben, wenn man schnippt. Wenn erst dann wandert sie nach oben. What is this language? This is German. We got an international community. Welcome to Germany. Okay, Freunde, machen wir noch einen Trick. 1, 2, stopp. Wir gucken uns gar nicht an, welche Karte das ist. Das ist komplett egal bei dem Kunststück. Wir brauchen nur wieder einen Stift. Und ich male hier, hier, hier und hier einen Punkt darauf. 4. Okay, Freunde. Das hier ist unsere Karte. Ich hoffe, man erkennt es. Ja. Okay, perfekt. Wir brauchen sonst gar keine Karten. Wir nehmen tatsächlich nur diese Karte, sonst nichts. Und ich warne euch schon mal. Ihr werdet jetzt sicherlich alle denken, das ist fake. Aber ich bin live. Das bedeutet, schaut genau hin, wie es passiert. Alle schreiben schon mal Abracadabra, Abracadabra. Ihr wisst, jetzt kommt die Magie. Achtung. Achtet mal auf die Punkte und schaut genau hin, wie es passiert. 1, 2, 3.
Und ein Punkt ist nach oben gewandert. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter. Wir nehmen den nächsten Punkt. Nehmen wir nochmal den nächsten hier unten. Okay? Hier. Achtung. Eins, zwei, drei. Yo, und der nächste Punkt ist nach oben gewandert. Er tauscht was. Er tauscht was, sagt ihr. Ich mach's jetzt komplett ohne Abdeckung, okay? Ohne Abdeckung passiert's. Eins, zwei. Ihr dachtet wirklich, es passiert, gell? Oh, what? Und es ist schon wieder passiert und der eine Punkt ist nach unten gewandert. Ey, ist es cool oder ist es cool? Ich denke mir ja jedes Mal selber, wie geht es? Hier auf TikTok bin ich jeden Tag live, mindestens einmal jeden Tag. Auf Instagram teile ich euch immer mit, wann genau ich live bin. Und da bekommt ihr mein ganzes Leben mit. Falls ihr wollt, schaut vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für jeden Daumen nach oben. Ciao, ciao.